der letzte Talk im Network Track mit den zwei schon bekannten Gesichtern und dem inzwischen auch schon bekannten Sofa. Wir machen das jetzt nochmal, damit am Ende auch wirklich alle wissen, wer hier sitzt. Genau, ihr wisst es, ihr habt kein so gutes Gedächtnis um die Zeit. Falk Stern, Full-Stack-Network Infrastructure Engineer bei der Profi AG, macht viel mit IPv6, macht Kubernetes-Cluster, kann man mieten. Gleiches gilt für Maximilian Wilhelm. Infrastructure-Architekt an der Universität Paderborn, so tagsüber. Nachts hackt er am Freifunk-Hochstift-Netzwerk rum und zwischendurch kann man ihn auch käuflich erwerben für verschiedene Netzwerkfragen. Mieten, nicht erwerben. Nicht vollständig. Muss ihn wieder zurückgeben. So. Und jetzt? Nein. Nein. So, und wir beenden den heutigen Track mit euren Fragen, und zwar alle, was ihr schon immer mal über Netzwerke wissen wolltet und euch noch nie getraut habt zu fragen und das zu unserer aller Unterhaltung doch jetzt bitte tut. And action. Mit Stream und Aufzeichnung. Ihr müsst euch melden, damit ihr ein Mikro bekommt, damit die ganze Welt was davon hat. Und es gibt keine doofen Fragen. Echt nicht. Echt wir nicht. Haben Whisky hier stehen. Okay, einer fängt an. Nein, das ist keine Challenge. Okay, mich würde mal interessieren, ab wann ihr denn selbst so sagt, ihr geht den Weg mit dem Software-Defined Network, weil es ja doch ein bisschen ein Aufwand ist, der dahinter steckt und ein bisschen Overhead. Und ab wann ihr denn sagt, ihr macht es und ab wann ihr sagt, naja, für die zwei Racks, da mache ich einfach ein Layer 2 oder halt ein paar WLANs und gut ist. Müssten wir jetzt erstmal definieren, was genau ein Software-Defined Network ist. Ich glaube, darüber könnten wir uns jetzt eine Dreiviertelstunde lang streiten. Okay, dann sagen wir mal so in Richtung mit IP-Fabric, so wie wir das in einem der Vorträge dann mal erfahren haben. Nein, eine IP-Fabric macht eigentlich nur Sinn, wenn ich irgendwie zwei Schränke habe oder mehr. Ansonsten hab ich ja nur einen Leaf, dann brauche ich keinen Spine, dann habe ich keine Fabric. Das würde ich persönlich ab, sagen wir mal, 5 Schränken oder so anfangen, glaube ich. Ja, die Frage ist ja auch, inwieweit ich eine Skalierbarkeit brauche. Ne? Ja. Also ich würde halt mit 2 Schränken auf jeden Fall schon mal anfangen, mir zumindest den Weg dahin nicht zu verbauen und das im Zweifelsfall umziehen zu können. Und wenn ich mit dem Projekt dann plötzlich wachsen muss, weil, oh Gott, kommerzieller Erfolg eintritt oder sowas, um Gottes Willen. Dann würde ich halt ganz schnell versuchen, Richtung IP-Fabric zu skalieren. Aber ist wahrscheinlich dann auch gar nicht so leicht, weil ich ja dann vielleicht mit Switchen geplant habe, die jetzt gar nicht so viele eventuell 10G-Ports haben, um da jetzt nochmal so viele Spines und Leaves da reinzunehmen. Das macht ja erstmal nichts. Das hatten wir tatsächlich, als ich diesen Mann mal gekauft habe für uns, hatten wir mal so eine Diskussion für einen neu geplanten Cluster tatsächlich, wo erstmal ein Layer-2-Netz geplant ist. Das heißt, ich habe irgendwie eine ganze Menge Switche, 1 oder 2 pro Schrank. Die gehen per Layer 2 nach oben zu einem Switch, der dann auch routen kann. Das heißt, ich könnte mir jetzt sagen, ich baue einen WLAN pro Schrank. Also der da oben hat WLANs, ein WLAN geht jeweils in einen Schrank, das route ich da oben. Das heißt, ich habe die Option, konzeptionell dieses WLAN jetzt in dem Schrank zu routen. Das heißt, ich könnte die Verbindung dazwischen auf IP umbauen. Und so ein Switch ist jetzt so teuer auch nicht. Also ich habe zwar ein Layer-2-Netz, habe aber ein Konzept, was ich runterbrechen kann auf ein Netz pro Schrank und könnte das in der IP-Fabric stecken. Okay, dann was ich mir dann vorhin so ein bisschen, also ich bin so ein Setup mal im Kopf durchgegangen. Das heißt, ihr würdet dann wahrscheinlich auch für die Endserver, die gar nicht in dieses Fabric oder in diese Routing-Geschichte mit reinnehmen, weil wir hatten ja vorhin auch zum Beispiel die Beispiele und das fand ich ja auch sehr interessant. Ich kann ja meine Server dann zum Beispiel auch hochverfügbar anbinden, indem ich dann einen Software-Router da drauf installiere, link-local eine externe IP-Adresse habe und die dann halt per BGP mit Equal Cost Multipath über mehr als einen Link, zum Beispiel 2, anbinde. Und dann ist das Ding zum einen hoch verfügbar und ich habe auch noch die Bandbreite und brauche nicht sowas wie LACP. Würde ich jetzt einfach mal hergehen bei 4 Racks mit jeweils 20 Servern drin, habe ich 80 Server. Mit Spine und Leaf habe ich dann 88 Systeme. Und dann hätte ich ja auch schon 88 Systeme im OSPF und im BGP. Ist das okay oder ist da OSPF schon irgendwie? OSPF würde ich da nicht machen. Ich würde das tatsächlich mit BGP aufziehen. Aber dann mache ich dann nur BGP, weil ich habe ja... Dann machst du nur BGP, weil du nämlich überall externe, also
unterschiedliche AS-Nummern verwendest, machst du überall External BGP, brauchst kein Internal BGP-Peering links und rechts, sondern announcest einfach nur über deine AS-e die IP-Adresse deines Hosts. Fertig. Hast du einen Sack voll /32-Routen in deiner Routing-Tabelle, sind 88 Systeme, das sollte BGP abkönnen. Gerade so. Gerade so. Und du hast halt pro Rack deine 20 Neighbors mit deinen Top-of-Rack-Switchen. Hast dann deine 3 Neighbors mit deinen Spine-Switchen und in dem anderen Rack halt auch nochmal mal 20 Neighbors. Also das hört sich jetzt erstmal groß an, ist es aber eigentlich gar nicht. Okay. Aber also zumindest in den Beispielen von vorhin war es ja immer so, dass die ihre Link-Local-Adressen ja dann durch OSPF gefunden haben erst. Du meinst die Loopback-Adressen? Entschuldigung, die Loopback-Adressen, genau. Die haben wir für IBGP benutzt, damit zum Beispiel, wenn man uns das Supporter anguckt, Router aus eurer Sicht links oben müsste eh hängen, sich mit irgendwie rechts zum Beispiel findet. Entweder über den kürzesten Weg oder wenn ich den rausreiße, über den längeren Weg. Das ist aber alles ein AS. Ja. Wenn ich jetzt Leaf Spine baue, sind meine Spines ein autonomes System und jedes Leaf-Pärchen, üblicherweise setze ich da 2 hin aus Redundanzgründen, ist ein anderes AS. Das heißt, da habe ich kein IBGP, da brauche ich, diese Verbindung stelle ich nicht zwischen den Loopback-Adressen her, sondern den normalen IPs, die auf diesem Interface dazwischen sind. Das heißt, ich brauche deswegen gar kein OSPF an der Stelle. Aber dann habe ich da so ein bisschen statisches Routing. Nee, hast du nicht. Du baust ja IBGP zwischen diesen beiden Geräten, aber direkt über den IPs, die sie auf dem Kabel haben dazwischen. Ja. Ja, okay, aber da muss ich ja sowieso statisch sein. Ja, okay, die Transfernetze musst du halt einmal pro Host konfigurieren natürlich. Ja. Du kannst es aber auch wie Cumulus machen und Link Local IPv6-Adressen nehmen. Ganz hart. Das ging ja auch, ja. ja. Guck gerade mal, habe ich mir noch was aufgeschrieben. Oder die andere Lösung wäre halt, das hast du vorhin, glaube ich, so ein bisschen angeschnitten, dass ich dann halt einfach sage, mein Rack ist dann einfach ein Layer 2 und damit lebe ich. Das kannst du natürlich auch machen, dass du sagst, dein Rack ist ein Layer 2 und den Rest machst du eine IP-Fabric. Da bräuchte ich dann halt irgendwelche Switche, die vielleicht eine logische Einheit binden können und dann mache ich ein LACP zu den Servern und dann sind die auch, sage ich mal, einigermaßen safe. Okay. Ja, da wärst du dann zum Beispiel bei Juniper EXen, die du zu einem, ich glaube, Virtual Chassis wäre da das Buzzword bauen kannst. Ja, so haben wir das zum Beispiel aktuell. Also oder Nexus oder. Ja. Nur halt jetzt nicht mit einer Fabric oben drüber. Kannst du trotzdem haben. Nur weil das 2 Switche sind, die ein Virtual Chassis etc. sind, kann ich oben drüber trotzdem eine IP-Fabric haben. Hm. Hier vorne ist noch Fragen. Wieso hast du dich hier für die Demozwecke, für das Setup mit den APUs entschieden? Im Vergleich zu möglicherweise hätte es ja auch irgendwie ein GNS3, weiß ich nicht, wäre das eine Möglichkeit gewesen? Und ähnliche Frage fürs Labor zu Hause, wenn man Sachen ausprobieren möchte. Was möchte man sich da hinstellen, anschaffen? Genau. Das war eine Entscheidung aus methodidaktischen Gründen, um phänomenologisch zeigen zu können, was wir hier tun. Gesundheit. ernsthaft. Sinn der Übung war ja zu zeigen, wie man das alles unter Linux konfiguriert. Das heißt, GNS3, was ja ein Cisco-Simulator primär ist, wäre an der Stelle nicht so richtig hilfreich gewesen, weil einfach komplett andere Plattform. Ich persönlich kann zwar Cisco-Config, finde die aber nicht schön. Also OSPF geht noch, bei BGP wird das relativ unhandlich. Ich muss mir den Router definieren, dann muss ich ein paar doofe Defaults wegkonfigurieren, dann muss ich da im Zweifel IP-Access-Prefix-Lists, heißt das, glaube ich, Prefix-Listen konfigurieren für Filter. Vielleicht noch eine Route-Map, wenn ich was tun will. Das wäre mir persönlich viel zu kompliziert für Beispiele. Das kann ich an ein Teil des Birds viel schöner zeigen. Außerdem war das halt auch Sinn der Übung, das mit Linux zu zeigen. Deswegen auch die Plattform der APU, weil für 180 Taler, glaube ich, an dieser Stelle noch ein ganz großer Dank an die AG Computernetzwerke, die diese 5 APUs da gesponsert hat, also für extra für diesen Zweck hier angeschafft hat und für weitere Verwendung an der Uni, Klammer zu. Das mit den Dingern zu zeigen, die halt sehr günstig zu haben sind, mit denen ich alles tun kann, weil einfach ein ganz normales Debian Linux draufläuft. Ich muss dir aber nochmal widersprechen, der GNS3 kann nicht nur Cisco, den kann ich mittlerweile für alles Mögliche hernehmen.
Okay. Der kann, da die meisten Hersteller ja mittlerweile auf Linux-VMs setzen, da kann ich auch einen Cumulus reinkippen, da kann ich eine Juniper reinkippen, da kann ich eine, keine Ahnung, irgendeine bekloppte Firewall reinkippen, ob das jetzt eine FortiGate ist oder eine Palo Alto oder irgendwas, das läuft da drin. Braucht man dann eventuell nochmal Lizenzen für? Gerade für die virtuellen Maschinen kann sich das aber sehr schön zusammenklicken. Sollte dann aber auch eine Kiste mit ein paar CPUs haben und mit echt viel Speicher. Also 32 Gigabyte aufwärts lohnt sich da. Und das hätte tatsächlich, also es gibt noch einen weiteren Grund, das war jetzt das, was ich mit phänomenologischer Ansatz umschrieben habe. Ich wollte, dass man die Dinger da sieht und ich ein Kabel reißen kann. Das kann ich bei irgendeiner Art der Virtualisierung nicht physisch tun. Das heißt, ich könnte zwar behaupten, so ich ziehe jetzt virtuell ein Kabel raus, dann müsst ihr mir das aber glauben. Da habe ich das gemacht und also konnte ich das live vorführen und man hat einen Effekt gesehen, jetzt mit ein bisschen Verspätung aufgrund der Konfiguration, aber man sah halt, dass sich dann, dass der Traffic dann einen anderen Weg nimmt. Das war tatsächlich Absicht. Danke. Also das war wirklich Sinn der Übung. Deswegen habe ich mal was mit Holz gemacht. Ach so, da war noch, genau, da war ein zweiter Teil der Frage. Er fragte, glaube ich. Genau, fürs Labor, wenn man testen möchte, dann nach der Antwort der ersten Frage reichen vielleicht noch drei APU oder? Das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, würde ich sagen, was du tun willst. Wenn du mit dem ganzen Linux-Kram spielen willst, kannst du entweder ein bisschen Geld auf den Tisch legen für die Boxen, wenn dir das wert ist, würde ich das tatsächlich empfehlen, weil man da viel mitmachen kann. Oder du steckst dir ein paar VMs zusammen, kannst ja trotzdem tun. Oder GNS3. Wenn du das für, wenn das ein Firmenlab ist, dann würde ich tatsächlich, wenn du mit Vendor-Equipment am Ende arbeiten willst, das nutzen. Um halt wirklich ein realitätsnahes Lab zu haben, um vorher im Lab schon in die Bugs zu laufen, die du sonst in Prot findest und Mistgabeln, Fackeln, sie kennen das. Genau. Also was ich zu Hause gemacht habe, ich habe mir eine gebrauchte Fujitsu-Möhre gekauft. Die hat irgendwie 2 Sockel, mal 4 Kerne, keine Ahnung. Frisst irgendwie Speicher bis zum Umfallen. Und da läuft ein Linux drauf, da läuft eine GNS3-VM drauf und ein möglich anderer Schrott. Und sie zieht erstaunlich wenig Strom, wenn sie an ist. Und so ein Kubernetes, ne? Ja, und so ein Kubernetes dreht er auch noch drauf. Der nächste, bitte. Für zu Hause reicht aber, glaube ich, auch einfach VirtualBox zu nehmen, sich da ein paar VMs zusammenzuklicken. Das braucht alles ja keine Ressourcen. So ein BGP-Daemon in einer VM frisst ja nichts, gerade im Lab, wenn du es testen und lernen möchtest. Dann kannst du dir irgendwie Bridges zusammen konfigurieren und klicken in deinem VirtualBox und hast da Infrastruktur drunter und fertig die Laube. Als wir vor mittlerweile 2 Jahren vom Freifunk Rheinland aus die Routing Days gemacht haben, so ein bisschen ähnliche Show allerdings mit deutlich Praxisteilen, was hier jetzt nicht möglich war, haben wir uns dann dicken Hobel hingestellt. Jede Gruppe hatte, also jede Vierergruppe hatte 4 VMs, die als Quadrat verbunden waren mit 2 Uplinks nach außen, die wir bereitgestellt haben auf einem dicken Hobel. Das heißt, damit kann man sich sowas zum Beispiel auch zusammenstöpseln. Ich glaube, das müsste KVM gewesen sein damals. Also, wir haben ja, glaube ich, jetzt bewiesen, dass man mit Linux sehr viel zaubern kann. Das heißt, so ein Lab-Environment zum Rumspielen kann man sich mit Xen, KVM, VirtualBox, Dingen und Sachen zusammenstöpseln. Wenn es glücklich macht, vielleicht auch mit Docker. Nee. Du kriegst die Netzwerkinterfaces schwer in die Namespaces. Das sind nur komische VETHs und nee. Okay, macht's nicht glücklich. Genau. Aber wie gesagt, so ein Linux-Router braucht 64 Megabyte RAM. Wenn man ein bisschen BGP macht, vielleicht noch ein bisschen mehr. Da muss man aber schon ganz viele Routen für reinstecken. Das heißt, ich kriege eine erkleckliche Anzahl Systeme sogar auf dem Laptop zum Laufen. Lieber Max, lieber Florian, Florian ist der, das ist Falk. Falk, entschuldige bitte. Florian, hallo. Folgendes, ich habe mich nie getraut zu fragen, warum man bei der Netzwerkschnittstelle nie die maximale MTU einträgt. Ich weiß, das Internet spricht 1500, aber die Schnittstelle kann natürlich mehr. Und wieso das im eigenen Netzwerk nicht gemacht werden könnte, dass man die maximale MTU einträgt. Und dann habe ich noch eine Folgefrage, wie ist eure Erfahrung mit der Segmentierung von Batman, wie es damit umgeht? Weil ich habe da ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Dankeschön. Ich fange mal mit der MTU-Frage an, dann kann Max nachher die Batman-Frage beantworten. Das hatte ich befürchtet.
Damit du die MTU auf tatsächlich ein Maximum setzen kannst, also 9216 irgendwas, müssen alle Systeme in deinem lokalen Netzwerk diese MTU haben. Weil sonst schickst du zu große Pakete los und der Rest versteht die Welt nicht mehr. Na, der Rest schmeißt sie weg. Oder der Rest schmeißt sie weg. Na, das heißt, wenn du auf deinem Rechner alleine die MTU hochdrehst, stehst du ganz alleine da. Du kannst das überall machen. Es wird nicht segmentiert in so einem Fall. Hm? Wenn die MTU zu hoch ist, wird nicht segmentiert in seinem Fall? Es wird fragmentiert, aber an einem Router. Das heißt, wenn ich das in einem LAN mache, muss ich in diesem LAN überall dieselbe MTU haben. Und ich habe zum Beispiel Geräte, da kann ich das nicht einstellen. Wenn ich jetzt so ein dusseliges SIP-Telefon habe, ich glaube nicht, dass ich dem eine 9000er MTU verkaufen kann. Also MTU zu groß ist quasi ein schwarzes Loch. Wenn du jetzt zum Beispiel von deinem Laptop aus ein Paket mit einer 9000er MTU rausschickst, der Switch ist da nicht drauf eingestellt. Zum Beispiel der Cisco, der hier vorhin noch lag, wenn der nur auf 1500 eingestellt ist, schmeißt er das Paket weg. Jetzt gehen wir davon aus, der Switch spielt schon mit. Dann hast du da jetzt zum Beispiel deine Fritzbox dran, die rechnet nicht mit einer 9000er MTU. Das Paket wird in die Richtung der Fritzbox übertragen, die stellt fest, ist zu groß, Buff ist weg. Das ist doof zu debuggen. Path MTU Discovery, also über Router hinweg, ist stellenweise schon kaputt, weil Leute es für eine gute Idee halten, ICMP zu filtern. Das heißt, die mögliche Antwort, Packet too big heißt das, glaube ich, bei IPv4 oder Fragmentation Needed. Fragmentation Needed. Also die dir dann zurückgeschickt wird per ICMP, hey, mach mal kleiner, wird manchmal weggefiltert. Das heißt, auch da hast du Probleme. MTU ist ein Thema voller Missverständnisse. Ja, das stimmt. Und also im LAN ist das echt schwer. In Infrastrukturnetzen, wo du alles kontrollierst, kannst du das machen. Im normalen LAN, wo im Zweifel ich mit meinem Laptop oder noch schlimmer Handy komme, no way. Ja, und dann habe ich halt dieses Batman, was mir eigentlich die Pakete segmentieren soll. Tut's aber nicht richtig. Also entweder crasht der Kernel oder was kann man da machen? Also was hast du so ungefähr an Setup? Freifunk Wuppertal. Da hast du natürlich, also du warst wahrscheinlich Fast-D-Tunnel, nehme ich mal an, also Layer-2-Tunnel. Genau, auf Fast-D-Tunneln. Und wenn ich jetzt L2-TP da versuche, mit reinzufremmeln, dann stürzt irgendeine Kiste auf jeden Fall garantiert ab. Das ist sehr schade. Batman sollte tatsächlich fragmentieren, das heißt, er sollte die Ethernet-Frames fragmentieren und hinterher wieder zusammenbauen, was jetzt nicht unbedingt ein Performance-Gewinn ist. Was du da versuchen könntest, ist die Layer-2-Tunnel, also Fast-DL2-TP entsprechend groß zu machen und unten drunter zu versuchen, auf IP-Ebene zu fragmentieren. Letztlich wirst du aber irgendeinen Tod immer sterben. Also das hat uns noch nicht gebissen, glaube ich. Das Batman-Umfeld wegen Fragmentierung, der mault ja auf jeden Fall, wenn du ein Interface, über das er Batman sprechen sollst, wenn du das konfigurierst und die MTU nicht passt, mault er dich ja an, das kriegt er ja mit. Ja, meistens stürzt er ab. Bevor er mault, ist die Kiste im Nirvana. Wenn du es konfigurierst oder wenn dann wirklich Traffic drüber geht? Wenn Traffic drüber geht. Wenn es konfiguriert ist, dann ist es picobello. Da würde ich mal in den Gluon-Channel, ich glaube, das ist im Hackint, im IRC kommen. Da gibt es jemanden, der nennt sich TX. Das müsste Simon Wunderlich sein. Der ist Kernel-Entwickler und baut diesen ganzen Batman-Kram. Hast du dem dann leid mal geklagt? Also früher habe ich mit denen irgendwas debuggt vor 3 Jahren. Das hat wunderbar funktioniert und dann wurde immer wieder weiter neu entwickelt, nicht wahr? Und da entweder ist dann Fehler reingekommen oder klingt oder eher ich nach kann einem Bug. Ja. Gut, ihr Lieben, ich danke euch herzlich. Gerne. Der Nächste, bitte. Ihr hattet ja vorhin auch mal erwähnt, dass ihr überall DNS und RDNS einsetzt. Macht ihr sowas auch für interne IPs, zumindest lokal? Aber natürlich. Auch mit RDNS, also der Rückwärts? Aber natürlich. Okay, das habe ich noch nie getan. Und ich will in einem Traceroute keine IPs sehen in meinem eigenen Netz. Ich will wissen, wie das Gerät heißt und was ich zumindest tue. Danke, Florian. Was ich tue, ist
die IP so einzutragen oder die IP jedes Interfaces im DNS einzutragen im Format Interface-Name. Also wenn du hier zum Beispiel einen Traceroute machst, wirst du das sehen. eth0.cr-irgendwas.in.fc13-sdn-klinik. Also ich habe das Interface und das Gerät im DNS stehen. Ja, okay. Ja, ist ja nun. Wobei, ganz einfach, da muss ich mir beim Debugging nichts merken. Ja. Und ich sehe es halt im Namen direkt. Und nichts nachgucken. Ja. Und um vielleicht nochmal kurz auf das von vorhin zurückzukommen, bedeutet das, wenn ich meine Server da reinmache und wir in diesem eBGP-Setup sind, dass die Server dann auch eine eigene, ein eigenes AS sind oder sind die das AS vom Rack? Die sind ein eigenes AS. Aber alle Server im Rack sind ein AS oder jeder Server ist sein eigenes AS? Du kannst jeden Server im Rack mit dem gleichen AS versehen. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, müsste eigentlich. Weil bei den Spines machst du es ja auch so. Ja, du hast ja dann nur die beiden Pfade durch dieses eine AS. Und das ist ja auch nur eine Hostroute. Okay. Das war. Nächste, bitte. Bei diesen Switchen, die jetzt das so super toll mit einem Linux laufen, ist das dann in der Regel eins vom Hersteller? Habe ich da freie Wahl? Und wenn das eins vom Hersteller ist, dann kann es ja sein, dass die Software, die ich da vielleicht nutzen möchte, da gar nicht drauf läuft. Dazu gibt es, also du wirst auf dem Prozessor selber in so einem Switch, wirst du jedes Linux installieren können, weil das meistens eine schimmelige Intel-CPU ist. Das Problem ist dann dieses Interface zwischen der Service-CPU und der Switch-Hardware, dass die miteinander reden. Das ist meistens ein Binary-Blob, wird von Cumulus auf jeden Fall entwickelt. Ich weiß nicht, ob es noch mehr irgendwie Linuxe gibt, die das machen. Und diesen Binary-Blob kriegst du halt von Cumulus. Das ist das, wofür du Geld bezahlst. Ich glaube, okay, das Viech heißt, glaube ich, das ist der Switch-D. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal so ein Cumulus-Ding. Also der Oberbegriff sind ja Open Networking Plattform. Das heißt, die Grundidee ist schon, dass du das Linux austauschen kannst, wenn dir das Cumulus nicht schmeckt. Also du kannst dir zum Beispiel einen Dell Open Network Switch kaufen und dann Cumulus drauf installieren, wenn dich das glücklich macht. Sollte gehen. Und dieser Switch-D oder halt irgendwie dieser Binary-Blob, das für die entsprechende Hardware-Plattform sorgt dafür, dass alle IP-Adressen, Bridges, Routen, die in dem Linux sind, in Hardware gegossen wird. Und das ist der einzig kritische Punkt, diese Schnittstelle. Das heißt, ich könnte dann quasi so wie im Rest von meinem Netzwerk auch ein Debian oder ein CentOS nutzen? So wäre die Theorie. Ja, jein. Im Prinzip ja, dafür müsste dieser Switch müsstest du diesen Switch D aber aus dem Cumulus rauspulen und irgendwie in dein CentOS bringen. Also das will ich eigentlich nicht. Das willst du eigentlich nicht. Du willst irgendwie im Zweifelsfall das fertige Cumulus-Image nehmen, da drauf bügeln. Dann hast du etwas Debian-artiges, was mit ifupdown 2 läuft, was halt auch ein IF-Reload kann, das du mit Ansible orchestrieren kannst. Und wo halt irgendwie auch Standard-Debian-Pakete drauflaufen. Ne? Das heißt, du kannst deine ganze Telemetrie auch mit einem Prometheus-Exporter machen, also mit einem Node-Exporter und fertig. Okay, das heißt, ich kann dann so Konfigurationsmanagement wie Puppet oder auch Ansible dann in der Regel so nutzen, als wäre es ein ganz normales System. Genau, als wäre es ein Linux-Server. Okay. Du kannst ja ganz gewöhnlich mit deinem Ansible das Puppet deinstallieren, genau. Wenn man das möchte. Ihr müsst schon mitmachen. Bei uns sitzen sie in der ersten Reihe. Ich bin sehr interessiert, wenn man im lokalen Netzwerk Telefonie betreibt, die Do's und Don'ts, die man so machen und lassen möchte. Greifen? Bitte. Telefonie, Do's und Don'ts. Immer satt Bandbreite zu haben. Oder tatsächlich, wenn du hart Telefonie machen willst im lokalen Netzwerk, Quality of Service und Priority Queuing auf deinen Switchen konfigurieren. Und das ist ein eigenes dunkles Thema voller Missverständnisse.
Okay, das, die Handbewegung suggeriert, ich möchte das noch mehr elaborieren, diesen Schmerz. Wenn wir zum Beispiel den Greenbox-Vendor angucken, also zum Beispiel Cisco, habe ich da je nach Plattform, je nach Variation der Plattform, je nach Linecard, die in dem Router drin steckt, unterschiedliche Anzahl Queues, wie die zu konfigurieren sind, etc. pp. Deswegen haben sie in, wie heißt das Viech, Epic EM, glaube ich, jetzt eingebaut, ein EasyQoS, was da so ein bisschen eine Abstraktionsschicht oben drüber packt, damit, also weil sie selber gemerkt haben, dass das vielleicht nicht ganz ideal ist, so zu konfigurieren oder vielleicht nicht ganz einfach, naheliegend etc. pp. Das sind diese 1Q3P8T-Dinger, die bei den Interfaces immer dran stehen, falls ihr euch gefragt habt, was das heißt. Das heißt, eine Priority Queue, drei normale Queues und 8 Thresholds, um Pakete aus Queues wegzuschmeißen. Und diese Buchstaben-Zahlen-Kombination unterscheidet sich pro Plattform, pro Linecard, pro Modul, pro Dings, pro sonst was? Genau. Das heißt, wenn ich mir da einmal ein Konzept überlege mit, ich hätte gerne eine Klasse für VoIP, eine Klasse für Katzenvideos, eine Klasse für SSH und Management, eine Klasse für, was weiß ich denn, für SAP-Zugriff, weil das muss auch immer gehen, und dann vielleicht noch normalen Web-Traffic, also Facebook und so, kann ich das vielleicht nicht auf jeder Hardware, die ich da stehen habe, in meinem Zoo abbilden? Das ist jetzt, also ich kenne das nur von Cisco, mit anderen Vendoren habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Die sind genauso hässlich. Das hatte ich befürchtet. Und wenn ich dann wahrscheinlich noch einen Cross-Vendor-Netzwerk da stehen habe, wird das irgendwann sehr kompliziert. Also ja, QoS ist eine schöne Sache, das kostet aber richtig Gehirnschmalz, das einmal durchzuziehen. Das ist wahrscheinlich was, was ich auch wegautomatisieren möchte irgendwie. Das musste ich zum Glück noch nie in diesem Leben. Dann würde ich gerne da noch eine Frage hinterher schieben, und zwar, ob es möglich ist, anhand bestimmter Parameter frühzeitig zu erkennen, dass demnächst etwas schieflaufen wird, bevor man, also die Scheiße riechen, bevor man reintritt sozusagen. Das ist der heilige Gral des Monitorings. Das geht, also je nachdem, welche Art von, welche Geschmacksrichtung, Farbe, Konsistenz wir jetzt drüber reden, geht das. Beispiel Ports zum Beispiel, ich kann Error-Counter überwachen, zum Beispiel in einem Libre-NMS kann dann ein Threshold draufsetzen oder in einem Prometheus, wenn das halt in der ersten Ableitung hochgeht, dann könnte ich mal sagen, okay, hier das Kabel ist vielleicht doof oder das wird vielleicht bald umfallen oder das SFP wird bald explodieren oder sowas, also da habe ich Chancen. Ja, oder wenn mein Traffic irgendwie spontan ansteigt, kann ich mich da auch alarmieren lassen, aber ich sag mal so Predictive Failure, ich kann halt unheimlich viele Parameter überwachen, mir bei den Graphen mal so die erste Ableitung machen und gucken, wann die Steigung zu steil wird oder sowas. Damit sehe ich dann, okay, entweder die Festplatte läuft bald voll, ich habe zu viele Errors auf dem Interface, die Laser werden bald blind oder. Aber so richtig Standards gibt es da meines Wissens nicht. Also wenn du da eine gute Idee hast, kannst du sehr reich werden, glaube ich. Mhm. Nein, raus. IBM Watson oder sowas, ne? Mhm. Patsch! So, darf ich noch eine? Bitte gerne. So, das war lokal gefragt. Jetzt mal die Strecke zum SIP-Provider. Wenn ich da an einem kleinen Standort eine Leitung habe und mache da Voice-over-IP und irgendwas anderes macht mir die Leitung zu, dann ist vorbei, kann man nichts machen, soweit ich weiß. Richtig. Nun ist es aber so, dass vielleicht ein, zwei Provider gibt, die, wenn ich die Leitung und das SIP von demselben Provider habe, zumindest die eingehenden RTP-Pakete ankommen sollten. Welche Möglichkeiten gibt es da? Wie machen die das? Die machen tatsächlich Quality of Service auf der PPPoE-Strecke, dass sie sagen, pass auf, x Prozent der Bandbreite reserviere ich für diese dusseligen SIP-Pakete. Die haben Vorfahrt, egal was da kommt. Und das kannst du halt auch tatsächlich nur machen, wenn du das aus einer Hand machst. So, sprich, irgendwie die Kollegen in Magenta, die da irgendwo hinten bei mir in der Nähe von meinem Hotel sitzen, die machen tatsächlich, die machen auf der letzten Meile Quality of Service zu deinem DSL, zu dem entsprechenden SIP-Trunk und reservieren tatsächlich Bandbreite. Das tun sie auch für Fernsehen. Hinter dir ist, glaube ich, gerade eine Hand gegangen. Mhm.
Der sympathische Mann mit den langen Haaren und dem Bart. Hallo, liebes Dr. Sommer-Team. Ich hoffe, die Frage kam noch nicht, aber wie entscheide ich mich denn, ob ich OSPF oder ISIS haben möchte? Also ich weiß, eigentlich möchte ich OSPF haben, aber wann ist die Stelle erreicht, wo ich ISIS haben möchte? Ich würde schon mal mit, ich weiß, ich will OSPF haben, würde ich glaube ich schon mal so nicht stehen lassen. Die haben beide Vor- und Nachteile. Da, also, die kennt mit, er. Mit ich meinte ich mich. Ach so, ich, du als Person, nicht okay. Jeder, gut. Sondern. Okay. Ja, das ist, glaube ich, mehr so eine Geschmacksrichtungsfrage und vielleicht das, was ich vorhabe. Es ganz normales internes Routing können sie beide. ISIS vielleicht ein bisschen größer als OSPF, da habe ich in den Größenordnungen keine Erfahrungswerte. Weiß nicht, ob der Gentleman links neben mir das hat. ISIS hat den Charme, es kann von Haus aus alles Mögliche an Adressen tragen, weil ich eigentlich nur Type-Length-Vector-Fields durch die Gegend schubse. Type-Length-Value-Fields durch die Gegend schubst. Das heißt, ich kann da V4, V6, MAC-Adressen, AppleTalk, IPX, weiß der Kuckuck was reinstecken. Muss mich unten drunter aber darum kümmern, dieses dusselige Classless-Networking zu konfigurieren. Das heißt, ich muss jedem Gerät irgendwo eine ISO-OSI-Adresse geben. Wenn ich jetzt ein größeres Netz habe und so in Richtung Traffic Engineering gehen möchte, ist wahrscheinlich ISIS irgendwie verbreiteter, würde ich jetzt vermuten. Für OSPF gibt es aber auch Extensions, dass ich damit machen kann. Also vor 3 Vorträgen stand der Takt hier und hat was zu MPLS und Segment Routing erzählt. Das hat er, glaube ich, vor, mit ISIS zu machen. Das müsste meines Wissens technisch aber auch mit OSPF machbar sein. Ob ich das beides tun würde, für normales IGP, also wenn es wirklich nur um ein klassisches IGP geht, um ein paar Loopback-Adressen und vielleicht ein paar Management-Netze durch die Gegend zu schubsen, ist das, glaube ich, fast egal. Für ISIS gibt es im Open-Source-Bereich weniger Implementierungen. OSPF kann ein Bird, der kann kein ISIS. Ein Quagga kann meines Wissens beides, damit Free-Range-Routing auch. Ja, ist aber auch noch relativ neu. Der ISIS-Teil? Ja, das Dingens hat er auf dem vorletzten Kongress noch daran rumgehackt. Also je nachdem, mit wem ich sprechen möchte, wenn es dann zum Beispiel um Linux-Kisten geht, ist OSPF, glaube ich, Stand heute noch die bessere Idee. Ja, das ist genau der Grund, warum ich sagte, ich weiß, ich will OSPF haben. Dann willst du OSPF haben. Genau. Bis wir mit Bio-Routing so weit sind, dass das I auch, also BGP, ISIS, OSPF, dafür steht Bio, bis das I auch wirklich geschrieben werden darf, aktuell ist es eigentlich nur ein B. Dann gibt es auch ISIS. Routing. Genau, Brooting. Ja, Brooting gibt es auch, das gibt es im Netfilter, das ist aber auch wieder eine andere Geschichte voller Missverständnisse. Der Mann mit dem Flatrate-Bändchen, das war eigentlich nur für Essen gedacht. Ja, Frau 5. Oha. Ich habe gehört, dass der Strom ausgefallen. Ich glaube, warum jetzt der Strom ausgefallen ist, ist vielleicht gar nicht ganz so wichtig, aber viel spannender finde ich. Das ist tatsächlich auch eine sehr spannende Geschichte. Ja, also ihr dürft gerne auch darüber erzählen, warum der Strom ausgefallen ist, wenn ihr da Lust habt, darüber zu erzählen. Aber viel spannender würde ich noch finden, sagen die Leute, die sich da eingemietet haben und auch ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, was da noch alles in die Luft geflogen ist und zu sagen, genau, was waren die Don'ts, die da getan wurden? Naja, was da in die Luft geflogen ist, waren die Leute, die halt nur einen DKIX-Port hatten, der halt irgendwo da in FRA 5 war. Das ist in die Luft geflogen hauptsächlich. Dann ist mit FRA 5, glaube ich, der Route-Server gestorben. Nee, also doch einer von zwei Route-Servern vom DKIX-Stand ist da gestorben. Aber auch nicht alle Leute hängen auf beiden Route-Servern. Das liegt aber an den Leuten. Der DKIX bietet extra zwei an. Das ist also auch ein Problem von Teilnehmern. Und dadurch hat es halt irgendwie ganz massiv gescheppert und irgendwie viele Peers sind weggeflogen. So. Also was ich gerade mal klarstellen möchte, ist, dass es kein Fehler vom DKIX gewesen, auch wenn der sehr viel Haue gekriegt hat öffentlich. Das finde ich tatsächlich unverdient an der Stelle. Genau. Der Betreiber des Rechenzentrums ist Interaction. Die haben 12 oder 20 Standorte in Frankfurt, glaube ich. Und einer von diesen Rechenzentrumskomplexen ist umgefallen aufgrund von Stromproblemen. Das heißt, da war wirklich dunkel, Licht aus, nada. Das ist einer von 21 DKIX-Standorten. Das heißt, ein 21. DKIX war kaputt, weil ein Vordienstleister irgendwie einen Mist gebaut hat. Da kann der DKIX nichts für.
dass da jetzt zufällig einer von zwei Route-Servern stand, Pech gehabt. Aber es gab ja noch einen zweiten. Das heißt, die haben eigentlich alles richtig gemacht, die jetzt dann auch noch technisch ein bisschen gebissen, da haben sie ein White Paper zugeschrieben, das kann man nachlesen. Also die hatten da Probleme mit ihrem Storage, der eigentlich auch hochverfügbar hätte sein sollen. Naja. Was wollte ich noch erzählen? Ein großer deutscher Provider hat anscheinend den einzigen Einwahlserver oder irgendeinen, nicht Einwahlserver, den Authentifikationsserver oder irgendwas, was in dieser Kette war, da stehen gehabt. Das heißt, manche Firmen, die sehr viel User-Traffic haben zu Eyeball-Kunden, also sprich normalen Leuten zu Hause, DSL-Anschlüssen etc. pp., haben auf dem Peering zu diesem nicht zu nennenden deutschen ISP gesehen, dass um, ich glaube, 21 Uhr Keks gingen die Lichter aus, buff, Traffic aus, null. Woran lag das? Alle DSL-Sessions sind umgefallen. Das heißt, dieser Provider hatte anscheinend, Interpretation, ich habe keine Hintergrundinformationen dazu, nur Infra 5, entweder nur da sein Authentifikationssystem stehen oder was die Sessions kontrolliert, oder das war dadurch geroutet, ich weiß es nicht. Also da hat es richtig hart gescheppert. Und man hat auch gemerkt, also zu dem Zeitpunkt wollte ich gerade was konfigurieren und merkte irgendwie, ich komme nicht in eine Uni. Dachte schon, mein Uninetz wäre explodiert. Hab einen Traceroute gemacht. Kaputt. Unity Media gibt's noch, habe ich zu Hause, aber irgendwie DFN, ja, dann Uni, ist irgendwie alles hart am Brennen. Nee, die Kisten laufen alle, was denn da los? Also das hat eine halbe Stunde lang gerappelt in diesem Internet, bis sich das alles wieder eingeschwungen hat. Das hat man schon deutlich gemerkt, dass da wirklich was umgefallen ist. Mittlerweile dürfte es da, glaube ich, auch ein paar Analysen zu geben. Ich weiß nicht, ob Ripe Labs dazu was hatte, aber es wird auf jeden Fall, wenn man googelt, Analysen geben, was da alles durch die Gegend gewabert ist. Das war tatsächlich sehr eindrucksvoll. Und es waren ja zwei Ausfälle in der Nacht. Nachts kam einmal Strom wieder, dann ist wieder umgefallen. Ja, und ich glaube, das ist komplizierter als das. Interaction was dafür, weil wohl irgendwo auch eine Mittelspannung irgendwas gesponnen hat. Also da hat es richtig gerumpelt. Es waren auch ein paar Wartungsfehler da. Dumm gelaufen. Da hinten nur noch eine. Und um das nochmal festzustellen, ja, wir waren eine Woche vorher in Interaction, aber wir waren in zwei, nicht in fünf. Ihr wart das mit der Flex und dem Schloss, ne? Ja, bei uns wurde der Schrank aufgebrochen, ja. Die Story erzähle ich nicht, die ist zu traurig. Also bezüglich diesem ISP, man munkelt, der L2TP-Tunnel von der Telekom sei nur da angekommen. Das ist aber sportlich. Das überrascht mich. Also Hörensagen, ne? Ja, ja. Okay. Ich nehme an, Sie haben was gelernt. Angeblich hat es auch Businesskunden betroffen, da lernt man wahrscheinlich mehr. Der hat sich eine Liste gemacht, oder? Ja, ist doch okay, wenn der Rest nicht mitspielen will. Ja. Genau, gibt es vergleichbare Schluckaufs irgendwie in Jahren zuvor? Wie oft passiert sowas? Also in den Anfangszeiten ist der D6 häufiger mal umgefallen. Gerade als sie auf Force 10 Hardware umgestellt hatten, die irgendwie ganz, ganz harte Probleme mit Port-Channeln hatten. Wie lange her ist Anfang? Es muss so 2005 oder so gewesen sein, 2004, 2005. Der D-Kicks früher war irgendwann mal so eine kleine Cisco 6500. Drei Stück davon, oder? Erst war es eine und dann waren es drei. Oha. Oh ja, ich sah vor ein paar Monaten noch das Bild, wo Arnold den eingebaut hat oder so. Ja, der 6500 ist irgendwann mal nach Hamburg gewandert und hieß dann HH6. Ich weiß nicht, D-Kicks Hamburg hat mittlerweile, glaube ich, die alte Force 10 Hardware. Ich bin mir aber nicht sicher. Alles nur Vermutung. Und ja, mal richtig gescheppert hat es irgendwann bei Level 3, als irgendein armer Network-Engineer das Redistribute-Kommando falsch rumgeschrieben hat und das BGP ins OSPF geschüttet hat. Au! Das muss irgendwann um 2000 rum gewesen sein. Jedenfalls sah man erst so, das kam dann so von der US-Westküste langsam rübergerollt, da gingen so langsam die Lichter aus. Na, also die ersten Leute fingen halt an, irgendwie aus dem IRC zu droppen. Das Telefon. Besser? Ja. Ah. Wollte nur wissen, wie spät es ist.
Es ist also tatsächlich so von der Westküste rübergerollt. Die Leute sind teilweise echt spannend aus dem IAC geflogen. So, irgendwann ging dann Slashdot nicht mehr. So einige andere Webseiten gingen auch nicht mehr. Und das war schon echt interessant. Oh, wow. Also haben sie, glaube ich, irgendwie auch satte 4 Stunden gebraucht, bis das wieder im Laufen war. Naja, wenn dein OSPF gerade umgefallen ist, brauchst du halt ganz viel OOB-Access und so. Das ist halt nicht schön. Genau. Wann war Budapest? Das ist 2 Jahre her, das Ride-Meeting, ne? Nee, AMSIX meine ich gar nicht. In Berlin war da irgendwas. Da ist in Berlin irgendwas umgefallen. Ich glaube, Arkadenkontor war auch dunkel. Aber ab und zu kommt das durchaus mal vor. Ja. Ja. Auf dem Ride-Meeting in London, ich glaube, vor 2 Jahren, hatten wir pünktlich zum Mittagessen der Event, wo ein guter Teil des AMSIX umgefallen ist. Und da konntest du so richtig sehen, wie beim Mittagessen alle Telefone anfingen, im Monitor in Panik zu schieben, alle liefen. Ja, Google blieb sitzen und sagt, naja, geht der Traffic woanders hin. Also da passieren schon Sachen. Und dazu gibt's, also wenn du dich interessierst, was passiert, wenn so ein Exchange ausfällt, zu dem AMSIX-Event gibt's definitiv einen ganzen Haufen Measurements. Ripe Labs-Artikel, weil die Leute ganz viele Traceroute-Measurements über diese Ripe Atlas-Plattform machen. Und über den FRA5-Incident gibt's da definitiv auch was. Das ist ganz hübsch. Ja. Und zum AMSIX gibt's noch eine Geschichte. Das war auch während eines Ripe-Meetings in Amsterdam tatsächlich. Da hat jemand ein Kabel falsch gesteckt und einen 100-Gigabit-Loop produziert. Oder einen virtuellen 100-Gigabit-Loop produziert. Da waren sehr viele ARP-Pakete sehr schnell unterwegs. Man sah da auch einige Leute sehr schnell aufspringen und laufen. Ja, das war in Budapest tatsächlich auch ganz witzig. Dann waren so die ganzen deutschen Leute, die halt Blech in Berlin stehen hatten, wir unter anderem auch. Das ist ein Standort für Freifunk Rheinland-Backbone. Die standen halt dann um so ein paar Stehtische rum und saßen an ihren Laptop und guckten gerade mal, was noch lebt und was nicht. Glaube ich, war auch ein E-Kicks-Standort in Berlin. Die üblichen Verdächtigen versammelten sich und man hörte schlimme Flüche und Dinge und Sachen. Was nimmt man denn als Referenz ins Monitoring rein, um zu sehen, ob gerade die eigene Hütte abgebrannt ist oder ob es der Rest der Welt ist? Ausgezeichnete Frage. Ja, genau, der hinter mir hat gerade gesagt 8888, aber ich glaube, das gab es auch irgendwie vor ein paar Monaten oder 1-2 Jahren, dass dann der halt auch mal für ein paar Minuten weg ist und alle Leute, die glauben, wenn 8888 nicht da ist, dass das Internet dann aus sei, dachten dann, das Internet ist jetzt aus, ist ja auch Quatsch. Also es hat einen Grund, dass Heise mittlerweile ICMP blockt. Echt? Ja. Wie geil ist das denn? Also wir hatten auch beim Ripe-Meeting dann mal die Theorie, wenn Google Anycast DNS tot ist und Heise, werden sehr, sehr viele Webseiten in Deutschland tot sein, weil die Shell-Skripte keins von beiden mehr pingen können. Richtig. Und wir haben dann mal jemanden von Google gefragt, wie viel ICMP-Traffic sie da so eigentlich kriegen, weil Leute Ping-Probes dahin schicken. Wie viel Gigabit sind es denn? Es war, also er hat dann mal geguckt, es war zu dem Zeitpunkt konstant 1 Gigabit. Nur ICMP. Und dann haben sie mal überlegt, ob sie das, also vor 2 Jahren, ob sie das jetzt mal anfangen zu Rate-Limiten, weil das ist auf Dauer dann doch ein bisschen viel Grundrauschen. Wenn du das Glück hast, eine BGP-Session zu deinem Upstream zu haben, könntest du die monitoren. Wenn die umfällt, ist was kaputt, was du handeln willst. Also das wäre auf jeden Fall ein Actionable-Item. Klammer auf, nur Dinge monitoren, die man auch fixen kann, Klammer zu. Den könntest du pingen. Wenn bei dem im Netz was kaputt ist, ist das natürlich schon deutlich komplizierter. Die Alternative ist, das haben wir als Uni zum Beispiel gemacht, wir haben uns eine Hetzner-VM gemietet, auf der noch ein externes Monitoring ist, die guckt, ob sie zu uns kommt. Und dann von da aus, also wir alarmieren per Telegram bei uns, gibt es auch andere Lösungen, PagerDuty etc. pp. Das Ding alarmiert dann per Telegram, wenn es unser Netz nicht kriegt. Kann auch sein, dass Hetzner ein Problem hat, aber dann kriege ich im Zweifel auch die Nachricht nicht, weil dann hoffentlich auch Telegram nicht erreichbar ist. Irgendeinen Tod muss man sterben. Und das ist zum Beispiel eine relativ günstige Lösung. Oder wenn du nicht das Glück hast, per BGP deinen Upstream zu kriegen, kannst du dir trotzdem eine VM mieten, eine eBGP-Session dahin zu machen. Wenn die umfällt, ist dein Internet auch kaputt. Also die nicht für Routing nehmen, sondern wirklich nur gucken, ob du eine Session aufbauen kannst. Das kann man wieder trivial monitoren. Es gibt auf iSinger Hub so ein paar
Checks für Bird, die hat jemand geschrieben, um OSPF und BGP zu monitoren etc. Du kannst dir auch einfach deine externe VM monitoren und eine Webseite davon holen oder so. Das wäre ja zu reicht auch. Ja, und oder beim BGP die Anzahl der Routen, die du siehst, weil es kann ja sein, dass die Leitung zu deinem Upstream noch da ist, er dir nur nichts mehr announcen kann, weil er selber nichts mehr kriegt. Also sobald die Anzahl der Routen im BGP in der DFZ unter 1000 sind, hast du ein Problem. Wenn du eine Full Table kriegst, sollte die sechsstellig sein, ja. Genau. Was für Wege wird man zum Alarmieren benutzen? Klassisch oder Hipster? Hipster natürlich. Wenn du Hipster genug bist, nimmst du sowas wie PagerDuty. Wenn du es auf jeden Fall verfügbar haben willst, nimmst du so ein olles Siemens M35 GSM-Modem und klöppelst dir so eine serielle Schnittstelle. Florian platzt. Wenn du das mit dem Handy selber machst, solltest du darauf achten, dass die Antenne nicht im Rack ist, wo kein Empfang ist. Ja, das setze ich jetzt einfach mal voraus, weil du brauchst die Antenne ja sowieso draußen, damit du DCF-77 kriegst. Ja, haben Leute sehr schmerzhaft, also das ging halt dann nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber man testet seine Alarmkette doch. Ach so, es stimmt, SMS sind echt teuer, ja. Du kannst SMS übrigens auch mit einem Festnetzanschluss machen. Musst nicht zwingend ein GSM-Modem haben. Aber auch dann will man wissen, ob der noch lebt. Ja, genau. Frage beantwortet oder hast du noch? Hallo, einfache Frage. Ja. Kleine Firma, 10 Mitarbeiter, keine Ahnung. Ein Linux-Rechner bei mir als Entwickler, kein Netzwerkkenntnisse, nichts, ja. DSL-Leitung, alle Switches, ja. Und jetzt bekomme ich ein paar Kisten, die ungeschützt sind. Die kann man nicht schützen, ja. Da brauche ich irgendeinen Switch oder was, das den Zugriff kontrolliert, ja. Was soll ich kaufen, was soll ich lernen, was soll ich tun? Die Kisten, die ungeschützt sind, sind Server, die bei dir im Büro stehen oder sowas, oder? Die sind kleine Industriegeräte, die steuern andere Sachen, die haben keinen Schutzmechanismus drin. Die Frage ist natürlich, wie weit vertraust du deinem lokalen Netzwerk? Wahrscheinlich gar nicht. Ich würde mal gucken, dass du dir von Ubiquiti mal so ein Security Gateway anguckst. Das sind nochmal bitte? Ubiquiti Security Gateway. Das sind relativ kleine, bezahlbare Boxen, die 1 bis 5 Interfaces haben, wo man auch mit einem Webinterface, sag mal, als unerfahrener Netzwerker relativ gut Firewall-Regeln hinkriegt. Also letztlich ist die implizierte Antwort wahrscheinlich zwei virtuelle Netzwerke zu bauen und diese ganzen kleinen Geräte in ein eigenes Netz zu stecken, in der Hoffnung, dass die Maschinen, also dass die Workstations, die mit den Dingern reden müssen, nicht im selben Netz hängen müssen. Das könnte dich gegebenenfalls beißen, je nachdem, was das für eine Hardware ist. Da würde ich im Zweifel auch mal den Hersteller dieser Hardware fragen, wenn der schon keine Schutzmechanismen vorsieht, wie er sich denn das vorgestellt hat, dass man die nicht komplett im normalen Netz hängen hat, damit sie dann irgendwie ganz umfallen. Und im Zweifel, wenn der Hersteller keine Vorstellung dazu hat, ihm sagen, was du davon hältst, dass er keine Vorstellung davon hat. Das ist sehr üblich in der Industrie. Geschlossenes Netzwerk, SPS-Steuerung, keine Sicherheit. Oh nein. So, nein. Gerne, also. Noch eine Frage. Gleiche Firma, Windows Server, möchte ich nicht mehr haben. Aber alle Windows Clients brauchen Windows Server als DNS für irgendeinen Grund. Oder kann ich irgendwie das ersetzen durch Linux-Server überhaupt?
kann man tun. Also die Windows-Clients müssen eine DNS-Auflösung für die Domain haben. Eine AD-Domain ist ja ein DNS-Domain und da stehen einige Service-Records drin, wo die Domain-Controller zu finden sind etc. Das müssen die Windows-Systeme auflösen können. Dazwischen kann durchaus ein Linux-DNS-Server sein, wenn der weiß, wo dann die Windows-Domäne liegt. Das kann man bauen, entweder als Forward-Domain im Linux-DNS oder man kann versuchen, den Linux-DNS als Teil des Windows-AD-DNS einzubauen, als Slave-Server zum Beispiel. Aber kann ich irgendwie Windows-Server komplett loswerden? Den DNS-Server im Windows? Ja, den ganzen Windows-Server. Den gesamten Active Directory-Server durch irgendwas anderes ersetzen. Das kommt drauf an. Ja, nein, ich weiß nicht. Also es gibt, ich glaube, von Univention sowas. Das kostet aber auch Geld. Also das wird nicht günstiger dadurch. Da ist dann halt nur Linux statt ein Windows drauf. So. Ich habe dann allerdings auch so Möglichkeiten, nicht mehr wie Updates zentral an Clients und so weiter zu verteilen. Das heißt, dass da so ein Windows-Server steht, hat möglicherweise für die Windows-Clients durchaus einen Sinn. Auch so sehr ich Linux mag, wenn du Windows Workstation hast, macht eine richtige Domäne, also ein wirkliches Active Directory durchaus Sinn. Dann kann ich dann Vesos hinstecken, der mir die Updates runterlädt, an die Clients verteilt, per Gruppenrichtlinien eine schöne Katze als Hintergrund da einbinden oder sonstige Konfigurationen vornehmen. Es gibt Samba gibt es, wenn es nur um File-Services geht. Das gibt es mittlerweile in Version 4. Da gab es Bestrebungen, da auch einen Active Directory Domain Controller nachzubilden. Da hinten sind Wortmeldungen. Da ist jemand, der es wahrscheinlich besser weiß als wir. Lassen wir ihn doch reden. Genau. Wenn wir die Autoritäten da haben, dann mögen sie sich zu Wort melden. Ist dein Mikro an? Na, hab ich drauf. Jetzt ist es an. Okay, gut. Also grundsätzlich Samba 4 kann Domain-Controller komplett ersetzen, inklusive Gruppenrichtlinien und Ähnlichem. Bei 10 Clients fände ich das auch noch akzeptabel. Allerdings das Gegenstück wieder, wenn man sowieso keinen hat, der Ahnung davon hat, glaube ich, ist das nicht die richtige Lösung. Ja, aber grundsätzlich möglich. Habe ich das richtig verstanden? Du bist Samba-Entwickler? Nein. Okay. Gottes Willen. Ja. Hätte ja sein können. Hey, gleiche Typ jetzt zu Hause. Ich versuche OpenVPN zu lernen. Ja, und es ist so, die meisten Leute zu Hause, die helfen möchte oder was auch immer, haben diese gleiche Bereich. 192, 186, ja? 178.0/24. Okay, gut. Die Sache ist, wenn zwei von denen diesen gleichen Bereich haben zu Hause, ja, und ich möchte mich verbinden mit den zwei gleichzeitig, ja, dann gibt's Probleme. Gibt's irgendeine Abhilfe, irgendeine Network Address Translation, die ich irgendwie einschalten könnte? Max, hol mal den Schnaps raus. Also, ja, ich kann durchaus zwischen den beiden Netzen dann so ein 1:1-NAT machen, dass die eine Seite aussieht wie irgendwas anderes. Max hat da schon die NAT-Ente irgendwie auf seinem Schoß sitzen. Aber was ich da dann machen würde, wenn ich sowas regelmäßig habe, ich würde einfach irgendwo unterschiedliche IP-Adressen benutzen. Also ich muss ja nicht dieses 192.168 oder 178 von der Fritzbox benutzen. Ich kann das ja auch durchaus umkonfigurieren. Ja, aber ich habe wirklich keine Kontrolle. Wenn eine Seite eine Firma ist mit einem Netzwerk, ich kann nicht den Netzwerkadministrator da zwingen. Also ich habe keine Wahl oft. Dann würde ich tatsächlich bei mir das Netzwerk umkonfigurieren. Ich habe zu Hause 192.168, 177. Also als V4 jetzt V6 ist ja sowieso egal. Da brauchst du meistens kein VPN mehr für. Oder es sollte, selbst wenn ich ein VPN brauche, überall unterschiedliche Prefixes haben. Da sollte ich das Problem nicht haben. Weil ich ja globale Adressen habe. Dann würde ich tatsächlich bei mir zu Hause das Netz ändern auf irgendwas, was mich nicht so häufig beißt.
Und wenn du dann trotzdem zwei verschiedene Kunden hast und die gleichzeitig online sein sollen in deiner VPN-Infrastruktur, dann kannst du das tatsächlich wirklich natten. Also da musst du dann einmal, da wäre das Stichwort Netfilter und SameNet ist, glaube ich, das richtige Zauberwort. Oder ich NetMap, so NetMap glaube, ist das, ja, glaube ich. NetMap. NetMap, okay. Ja, hallo. Ich habe ein Netzwerk mit recht vielen Firewalls, auch für unterschiedliche Kunden. Das sind so 10 Firewalls ungefähr mit verschiedenen Rulesets. Habt ihr irgendeine Empfehlung, wie ich die eventuell zentral verwalten kann, um auch zum Beispiel die Bereinigung zu vereinfachen? Das Linux-Boxen oder was ist das? Ganz unterschiedlich. Von Cisco über Checkpoint über... Das tut mir sehr leid für dich. Möchtest du einen Schluck Whisky? Sehr gerne. Dem kann ich mich nur anschließen, weil ich sag mal, gerade eine Checkpoint wehrt sich dagegen, mit irgendwas anderem verwaltet zu werden als mit dem Checkpoint-Interface. Eine Cisco kriege ich halbwegs mit einem Ansible oder mit einem Napalm verwaltet. Mit du möchtest sie anzünden? Ja, natürlich. Bei einer Cisco geht es genauso. Eine Palo Alto wird auch schon wieder schwierig. Die möchte ihre eigene Management-Einheit haben. FortiGate sieht, glaube ich, ähnlich aus. Also schön ist das alles nicht. Das ist so ein großes Problem, was du halt in der Netzwerkwelt hast. Die ganzen Serverhersteller, irgendwie, das ist Windows, das ist Linux. Das kann ich alles irgendwie mit PowerShell oder Ansible oder weiß der Kuckuck was verwalten, das geht ganz gut. In der Netzwerkwelt kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. Gibt da so Bestrebungen wie Young oder NetConf, die aber auch noch nicht überall durchgesetzt sind. So, wenn ich so ein Cisco Nexus 5000 habe, der spricht zwar NetConf, sobald ich ihm über irgendwas sagen möchte, sagt er, ich verstehe dich nicht. Okay, danke. Ich habe noch eine Folgefrage dazu. Ja, wenn ich jetzt eine Verbindung über mehrere Firewalls habe, wie ist da, ich sag mal, der Best-Practice-Ansatz? Gehe ich oder trage ich die Freischaltungen sozusagen auf jeder einzelnen Firewall frei oder versuche ich da zum Beispiel größere Blöcke auf dem Source-Gateway oder auf dem Destination-Gateway freizuschalten? Das ist jetzt, also ich würde tatsächlich, wenn ich nur diese eine Verbindung freischalten würde, gerade wenn ich so ein mehrstufiges Firewall-Konzept habe, dass auf jeder Firewall nur genau diese Verbindung freischalten. Wenn du natürlich größere Löcher in deine Infrastruktur reißen möchtest, kannst du das gerne tun. Aber ich würde tatsächlich nur immer genau diese eine Verbindung schalten, Kommentar an die Regel schreiben, siehe irgendwie Firewall A und Firewall B und aus Firewall C musst du das auch noch rausnehmen. Alles klar, Dankeschön. Einer geht noch. Zum Ersten. Oh, oh. Nee, nur was Lustiges. Wir hatten ganz am Anfang, um nochmal die Layer wieder runterzugehen, das Ding mit Leute filtern ICMP und machen PMTU-Discovery kaputt. Das gibt sehr spannende Fehlerfälle bei SMTP. Oh ja. Weil beide Server sagen, Timeout, der andere redet nicht mehr mit mir, weil die ganzen One-Liner so Hello und Data und so, die kommen durch und dann kommt die E-Mail mit dem großen ersten Paket und dann kommt die nicht an. Und dann sitzt man da mit TCP-Dumps von beiden Admins auf beiden Seiten und stellt fest, ja, da hört die Verbindung irgendwie auf. Das ist sehr schön. Genau, das ist belastend. Aber was gerade SMTP angeht, es gibt ja auch noch diese schöne Geschichte mit der 500-Meilen-E-Mail. Bitte was? Du kennst die nicht? Will ich das ändern? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Das ist Sendmail. Oh nein. Ja, doch. Und ein Consultant kriegt eines Morgens den Anruf von seinem Kunden, ja, wir können keine E-Mail weiter als irgendeine Uni, wir können keine E-Mail weiter als 500 Meilen schicken. Haben verschiedene E-Mails ausprobiert, so 500 Meilen ungefähr kommt hin. Ja, andere Briefmarke. Mailhost war eine Solaris-Mühle mit einem geupdateten Sendmail. So, stellt sich raus, jemand hatte auf dieser Solaris-Mühle Updates eingespielt. Das ist ja schon schlimm genug. Genau. Vorher war auf dem Solaris ein hochgepatchter Sendmail 8 drauf. Nach dem Update war da ein Sendmail 5.6 drauf, der mit der Config des 8er nichts mehr anfangen konnte und als Default-Timeout 0 Sekunden hatte.
Das heißt, du kannst in den 30 Millisekunden, die das Ding halt, also ne, in den paar Millisekunden, die das Ding gebraucht hat, um eine Verbindung aufzubauen, alles, was irgendwie nahe genug dran war, so ungefähr bis 500 Meilen, hat schnell genug geantwortet, damit diese 0 Sekunden Timeout noch erreicht wurden. Alles, was weiter weg war, nicht mehr. Ja, ja, das ist schon was älter, aber das ist immer sehr erheiternd. Dazu genau. Fällt mir nur ein, jeder Admin sollte einmal eine Sendmail-EC per Hand geschrieben haben. Man sagt auch, er ist verrückt, wenn er das zweimal tut. Das tut mir sehr leid. Fünf, sechs mit IDA-Patches oder schon 8? 4. Oh Gott. Ich glaube, damit schließen wir die Runde jetzt, bevor ich diese Flasche Whisky austrinke.